glaube, zu meinen Rätseln inspiriert mich irgendwie alles. Also das kann ein Straßenschild sein oder die Rückseite von einer Milchpackung oder ein Videospiel oder ein Brettspiel. Also irgendwie ist alles Inspiration, aber manchmal muss man sich eben auch bewusst Inspiration holen und dafür gehe ich dann gerne in Bibliotheken zum Recherchieren. Auf jeden Fall Chaos. Aber das Geheimnis ist natürlich, dass man in seinem Chaos die Ordnung hat. Sonst funktioniert es nicht. Auf jeden Fall Nachteule. Also ich fange auch generell nicht vor 15 Uhr an zu denken, deswegen erst ab 15 Uhr arbeiten und dann eher bis spät in die Nacht. Also die eigenen Bücher im Bücherregal stehen zu haben, ist natürlich ein total tolles Gefühl. Aber ich muss sagen, was ich noch besonderer finde, ist der Augenblick, wenn man ein neues Buch geschrieben hat und dann der Karton mit den ersten Belegexemplaren kommt und man es aufmacht und dann zum ersten Mal gedruckt sieht. Also dieser Moment, wenn es eben vom Digitalen am Computer dann wirklich zum haptischen Buch wird und man das dann zum ersten Mal in Händen hält. Das Besondere an den 24 Hours Escape Rätseln ist, dass man ganz viele zusammen perforierte Doppelseiten hat in dem Buch, die man dann erstmal auftrennen muss, um praktisch das nächste Rätsel und den Fortgang der Geschichte zu erleben. Und bei den meisten 24-Hour-Escape-Büchern ist es auch so, dass die Reihenfolge nicht chronologisch ist. Das heißt, du machst ein Rätsel, kriegst dann vielleicht ein neues Item, was du dann mitnimmst in deinem virtuellen Rucksack und dann erst findest du raus, welches die nächste Doppelseite ist, die du öffnen darfst. Das ist also auch so ein bisschen wie ein Adventskalender, wo du für jedes Rätsel ein Türchen aufmachen darfst. Als ich jung war, wollte ich Journalistin werden. Habe ich irgendwann aufgegeben. Dann wollte ich kurzfristig im Buchhandel arbeiten und habe mich dann aber doch entschieden, was mit Medien zu studieren und war dann eher in der technischen Richtung unterwegs. Und ja, also irgendwie diesem Oberthema Medien bin ich treu geblieben und dass es jetzt gerade Autorin ist, gefällt mir gut.